Beim Thema Western denken viele an Saloondamen, verrauchte Bars, Whisky und Pferde. Ich möchte euch heute eine Geschichte über zwei weiße Indianer erzählen. Die Frau ist die Tochter von weißen Siedlern. Ihre Eltern wurden von Pawnee-Indianern getötet. Der Stamm der Lakota nahm das Waisenmädchen auf und sie lebte seither bei dem Stamm. Der Mann war Officer First Leutnant John Dunbar. Er ließ sich nach einer schweren Verletzung in den Westen versetzen. Sein Außenposten war jedoch verlassen und vollkommen verwahrlost. Anfangs war sein einziger Freund ein Wolf. Dieser besucht ihn regelmäßig. Nach einiger Zeit kam es zu den ersten Begegnungen mit dem Indianerstamm der Lakota. Diese Begegnungen waren von Angst und Unverständnis geprägt. Doch langsam kommt es zu einer Annäherung, da auf beiden Seiten die Einsicht wächst, dass keiner den anderen unmittelbar bedroht. Doch Dunbar half den Lakota, ihr Dorf zu verteidigen und wurde somit Mitglied des Stammes und bekam den indianischen Namen, der mit dem Wolf tanzt. Durch das Leben mit und bei den Indianern wurde John Dunbar als Verräter empfunden und gefangen genommen. Doch der Stamm der Lakota befreite ihn aus der Gefangenschaft. Um den Stamm nicht zu gefährden, verließen die zwei Indianer gemeinsam den Indianerstamm. Gute Unterhaltung mit Kevin Costner und der mit dem Wolf tanzt.